Servus, Leutchen. Tja, wie ihr seht, bin ich im Hotel angekommen und ich zeige euch mal ein bisschen das Zimmer. Ja gut, viel habe ich ja nicht zu zeigen. Schönes Bett, Fensterchen, da bin ich und hier ist das Bad. Ich war schon mal in dem Hotel, war super zufrieden und jetzt gehe ich erstmal ins Fitnessstudio. Jetzt noch kurz umziehen, wenn das wirklich so schnell gehen würde. Meine Güte, Leute, wenn jemand von euch gewusst hat, dass das so schwer ist, warum hat das mir nicht gleich gesagt? Ja, Leute, das war ein anstrengender Tag. Jetzt erstmal unter die Dusche und dann sehen wir uns noch mal kurz. Das war mal ein Tag. Also, endlich im Bett. Ich wollte eigentlich heute viel mehr aufnehmen, aber irgendwie habe ich das nicht geschafft. Also, ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, damit ich alles vorbereite für meine Reise. Ich meine, ich habe gestern alles schon gepackt und so, aber heute Morgen musste ich noch ein paar Sachen klären, eine Tour finden. Für einen LKW zurück nach Kroatien und um 9 Uhr bin ich losgefahren, das war eigentlich auch planmäßig und gegen halb 11 habe ich gesehen, dass ich bei Digistore, also für den Online-Kurs, den ich mache, Online-Kurs, für das Seminar in Düsseldorf am Samstag, habe ich ja die Tickets über Digistore erstellt. Und dann müssen die das Ganze prüfen. Und die haben um 10.30 Uhr haben die das praktisch freigelassen. Und ich hatte da noch irgendwie Probleme mit dem Ganzen, um das einzurichten. Und dann habe ich an der Tankstelle angehalten und habe das Video aufgenommen, was ihr heute gesehen habt. Habe das geschnitten im Auto, habe das dann wieder hochgeladen. Bin losgefahren, ich habe da so knapp 2 Stunden verloren. Ja, dann bin ich in Zagreb, habe ich kurz angehalten. Ich musste mich mit meinem Lageristen treffen in Zagreb. Bin dann weiter, in Ljubljana habe ich das erste Mal praktisch angehalten, was zu essen. Und dann voll durch bis München, ins Hotel gekommen, umgezogen, habt ihr gesehen, ins Fitnessstudio. Es war, ich glaube, ich habe nicht mal eine halbe Stunde unten ausgehalten, aber gut, das sind die Anfänge. Die sind immer schwer. Jetzt ist halt wichtig, dass ich das durchziehe. Und ich denke, ich werde das auf jeden Fall durchziehen. Ja, morgen habe ich hier in München viel zu tun mit meinem Steuerberater. Ich muss mich mit einer Spedition von mir treffen, also mit einem Spediteur von mir treffen. Ich muss mich noch treffen mit Leuten, die so einen Drink über mich vermarkten wollen. Und da müssen wir uns erstmal treffen. Ich muss das Ganze probieren und ich werde es auch an mir ausprobieren, also ob das auch wirklich klappt mit dem Ganzen. Und dann, das wird morgen bestimmt auch spät. Und dann übermorgen geht's nach Memmingen. Dort der Aushilfsfahrer, der übergibt mir den LKW, der neue Fahrer übernimmt den LKW. Dann geht es weiter nach Düsseldorf und ja, ich denke, das wird wahrscheinlich Freitag sehr spät abends, wenn ich in Düsseldorf ankomme. Aber Samstag dann alles für das Seminar vorbereiten. Ich hoffe, wir werden, im Moment habe ich nur 2 Teilnehmer. Heute ist ja erst Mittwoch. Ich hoffe, dass das bis Samstag noch gut voll muss es nicht sein, aber dass wir wenigstens 5-6 Leute sind, das wäre mir schon lieb.
Was wollte ich noch dazu sagen? Ja, und dann habe ich am Montag einen Termin bei Timocom. Und dann werden wir mal schauen, wie die Zusammenarbeit von uns aussehen wird. Und ich hoffe, dass da auch interessante Details für euch geben wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und jetzt gehe ich erstmal schlafen. Also gute Nacht, bis morgen. Tschüss.